Seit Schulanfang fahren die O-Busse in der Stadt Salzburg wieder im 10-Minuten-Takt. Praktisch für alle, die durch die Stadt unterwegs sind, aber auch eine große Herausforderung für die Salzburg-Linien. Weil ganz einfach mehr Busse unterwegs sind, die durch die Stadt dirigiert werden müssen. Ich habe mir angeschaut, wie das funktioniert. Während die meisten Salzburgerinnen und Salzburger noch tief und fest schlafen, ist in der O-Bus-Remise in der Alpenstraße Hochbetrieb. Ein O-Bus nach dem anderen wird aufgebügelt, also an die Oberleitung gehängt und wird auf den Weg geschickt. Exakt nach Plan. Den Überblick haben die Mitarbeiter in der Leitstelle, die Disponenten. Die Leitstelle ist das Herzstück vom O-Bus-Betrieb. Da läuft wirklich alles zusammen. Die Info vom Fahrer zum Fahrer, vom Disponenten in den Fahrdienst, also rundherum. In alle Richtungen kommen die Informationen da herein und zusammen. Und die Hauptaufgabe vom Disponenten in der Leitstelle ist natürlich, das Ganze zu koordinieren. Wenn alle 95 Busse im Linienverkehr durch die Stadt fahren, müssen Disponenten dafür sorgen, dass alles planmäßig abläuft. Zum Beispiel, wenn ein Unfall ist, müssen die eingreifen. Oder bei der Ausfahrt am Morgen, damit alles passt, damit die Busse auf die richtigen Linien kommen, auf die richtigen Liniennummern, die dementsprechenden Fahrzeuge, wenn wir eine Baustelle haben, dass die Hilfsaggregat dabei haben. Also alles, es ist wirklich das Herzstück da herinnen. Verbunden sind Disponenten und O-Buslenker über Funk. Ja, Info für die betroffenen Linien 1, 2, 9 und 12. Der jeweils am Hans-Schmidt-Platz hat nicht geschalten und ist auf Störung. Da wird in Kürze der Strom ausgeschalten. Bitte um Beachtung. Knopfdruck genügt und in beide Richtungen ist die Kommunikation vorhanden. Also sie sind immer mit unserer Zentrale verbunden, Tag und Nacht, solange der Betrieb läuft. Alle Busse schicken ein GPS-Signal. Die aktuelle Position sehen die Disponenten dann auf dem Stadtplan auf einer großen Leinwand. Und die blauen Punkte da drauf, das ist planmäßig. Wenn der Verspätung hat, wird es rot. Und aufgrund dessen sieht der Disponent dann genau im Bildschirm, aha, da baut sich jetzt eine Verspätung auf. Gründe für eine Verspätung können Baustellen, Defekte oder Unfälle sein. Meistens ist es aber der dichte Verkehr. Wenn zu viele Autos und Fahrzeuge unterwegs sind, dann staut's. Ganz einfach, weil es dann zu wenig Platz gibt. Aber auch die Autofahrer sind ein Grund dafür. Drängeln, zu wenig Abstand oder zu langsam reagieren. Ganz, ganz winzige Tiere, die Ameisen nämlich, sind uns da ein gutes Stück voraus. Jede Ameise passt ihre Geschwindigkeit immer an die der Ameise vor ihr an. Ganz egal, ob langsam oder schnell, es geht immer vorwärts, ohne Stau. Das zeigen auch Stauexperimente. Bleiben Abstand und Geschwindigkeit konstant, läuft alles rund. Fahren nur wenige ein bisschen schneller, müssen sie abbremsen. Die nachkommenden Fahrzeuge bremsen dann noch stärker, bis irgendwann die Kolonne steht. Stehen die Busse im Stau, dann schaltet sich wieder die Leitstelle ein, empfiehlt Umleitungen oder führt Linien kurz. 436, Sie wenden mal bitte beim Kommunalfriedhof und übergeben die Fahrgäste bei der Haltestelle Hofheimallee. Und auch bei Unfällen hat die Leitstelle eine wichtige Aufgabe. Es geht sofort vor, das System erkennt es, dass das ein Unfall ist, es ist eine Notmeldung, beginnt mit einem Alarm zu hupen und der Disponent greift dann dementsprechend ein und die Meldekette läuft schon. Das heißt Polizei, Rettung, Notarzt etc. Und natürlich auch unsere mobile Betriebslenkung, die natürlich auch, dass diese Unfallunterstützung vor Ort ist und dementsprechend bei der Unfallaufnahme mithilft. Manchmal geht es hier in der Leitstelle zu wie im Bienenstock. Die Disponenten brauchen dann gute Nerven. Man weiß nicht mehr, wie man heißt. Es sind Situationen, die wo viele Sachen auf einmal passieren. Ein Oberleitungsschaden, ein Unfall, die Ablöse ist nicht da. Irgendwo ist nur ein Fundgegenstand, das Telefon läutet. Also wenn wirklich 6, 7 Sachen auf einmal zusammenkommen und man muss plötzlich alles auf einmal lösen. Alles muss auf die Minuten gelöst werden. Man fängt an, Prioritäten zu setzen. Einfach für sich selber eine Liste zu schreiben, hey, wo geht's los, was muss ich jetzt sofort lösen, was kann ich hinten anschieben. Und dass ich einfach so Stück für Stück meine Punkte abarbeite. Leitstelle. Sie haben alles im Blick. Und 95 Augenpaare auf den Straßen helfen Ihnen dabei. Ein Zahnrad greift in das andere. Es ist der Fahrer, der Fahrmeister, der Disponent, dass das System funktioniert und wir die Fahrgäste in unserer wunderschönen Stadt Salzburg von A nach B befördern. Passt, vielen Dank, gebe ich gleich weiter. Ein riesiges Netzwerk also, das ganz fein aufeinander abgestimmt ist, damit der Linienverkehr läuft. Von früh bis spät.